Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin mal wieder dabei mit einem neuen Video von mir. Und zwar drehe ich für euch diesen Make-up-Look ab. Und viele haben danach gefragt, mit dem Look zusammen, da hatte ich dieses Shirt an, mit der Jacke. Da haben viele danach gefragt, wie ich mit der geschminkt habe, was ich benutzt habe. Und das wolltet ihr sehr gerne sehen. Da dachte ich mir, okay, ich drehe mal dazu ein Video. Das ist der Look, den ich für euch nachschminke. Und ich hoffe, der gefällt euch. Gebt mir einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, mich zu abonnieren. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal langsam an. Jetzt wollen wir anfangen mit dem Make-up. Zunächst einmal benutze ich hier meine Ultra Facial Cream von Kiehl's. Das ist momentan meine Lieblingscreme. Ich hatte mal eine Probe von Douglas zugeschickt bekommen, als ich was bestellt hatte. Und da war diese Creme dabei. Und diese Probe hielt, glaube ich, bei mir locker ein paar Monate. Und deswegen dachte ich mir, okay, diese kleine Probe hat schon so lange bei mir gehalten, dann muss ich diesen großen Pot auf jeden Fall bestellen. So, jetzt fangen wir mit der Foundation an. Und zwar benutze ich die Studio Fix Flute von MAC in der Farbe NC40. Und dies ist natürlich momentan meine Lieblingsfoundation, da ich jetzt endlich mal ein bisschen brauner bin im Gesicht. Und ja, da passt die Farbe perfekt. Und das benutze ich dabei jetzt. Ich mache aber nicht so viel rauf. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsconcealer und zwar ist das im Moment der von Urban Decay Naked Skin in der Farbe Light Warm. Und natürlich mit meinem Beauty Blender einarbeiten. Der lässt sich wirklich mega gut in die Haut einarbeiten und das verschmilzt richtig. Das ist so schön. Wirklich. Und ich finde, preislich ist der jetzt auch okay. Der ist halt, ich glaube, so teuer wie MAC oder ein bisschen günstiger sogar. Und ja, wenn er so perfekt ist, dann gibt man auch schon so gerne seine 20 Euro aus. So, jetzt fangen wir an mit der Base. Und zwar nehme ich hier von Smashbox die 24 Hour Photo Finish Shadow Primer. Der hier, das ist wirklich mein Lieblings. Also ich habe jetzt schon so einige ausprobiert und ich finde den immer noch am besten irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber noch mal ganz wenig. Das so viel. Ihr habt ja immer und immer wieder nach diesem Look gefragt und eigentlich benutze ich nur diese Palette dafür. Ja. Und ein Pigment von MAC. Und sonst ist es wirklich nur die Palette. Das ist wirklich momentan, also beziehungsweise seitdem ich sie habe, meine Lieblingspalette. Ich sage immer, jeden Tag, Phuket benutze ich nicht so oft. Mache es nur zu besonderen Anlässen, nicht immer zur Arbeit und so weiter. Aber ja, ich muss immer wieder dazu greifen. Das ist echt, es ist eine Sucht. So ist sie. Die ist ein Traum. Als erstes fange ich mit der Farbe Tempera an. Das ist die erste Farbe hier.
So, dann kommt die andere Farbe Vermeer. Vermeer. Ich weiß jetzt nicht, wie man ausspricht. V-E-R-M-E-E-R. Ist halt so ein bisschen schimmerig hier. Das ist ein rosa Champagner-Schimmer. So, dann kommen wir zur Farbe Burnt Orange. Das ist die zweite von unten und die kommt in meine Lidfalte. Dann nehme ich noch Red Ochre. Das ist die hier. Und genau die daneben, Venetian Red, einmal die hier. Und das Ganze natürlich verblenden. Hierzu nehme ich den Zoeva Pinsel Nummer 221 Soft Crease. So, richtig schön verblenden. So, jetzt kommen wir zum Eyeliner und dazu nehme ich den von Zoeva. Also eigentlich habe ich immer den von Zoeva genommen. Den Cat Eye Pen. Das ist halt so ein Filzstiftartig und der ist halt schön spitz. Und den konnte man halt so schön ranziehen und dann einfach runter. Aber das Problem bei dem ist, der geht echt sehr schnell leer. Und ja, das ist ein bisschen doof, aber sonst ist halt perfekt wegen der Linie ziehen und so. Ist er wirklich sehr, sehr gut. Aber das Blöde ist halt, dass es halt so ein Filz ist und man kann es nicht drehen und so. Das wäre nicht schlecht, wenn er halt trotzdem so bleibt, wie er ist, aber man da drunter drehen kann, sodass da was rauskommt. Das wäre eigentlich perfekt. Weil da halt nicht so viel Farbe rauskommt. Oder wisst ihr was? Ich mache ein Auge mit dem von Make Up For Ever. Den Linkliner Eyeliner Liquid Matte. Und eins mit dem Zoeva. Dann seht ihr den Unterschied. So, also ihr habt gemerkt, ich muss halt ein bisschen doll auftragen, damit da auch wirklich was rauskommt. Und der ist natürlich viel, viel geschmeidiger. Aber mit dem anderen kann ich irgendwie besser arbeiten. So, die haben mir auch einen Kleber mitgeschickt. Der Kleber ist wirklich gut, nur am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil der Kleber halt schwarz ist. Und ja, da bin ich irgendwo gegengekommen, da war hier ein schwarzer Punkt, da ein schwarzer Punkt. Und ich denke, ach du Scheiße, ey, wie sehe ich eigentlich aus? Aber sobald es getrocknet war, konnte ich den Kleber ganz leicht abziehen. Das war überhaupt kein Problem, weil ich hatte am Anfang aber erstmal ein bisschen Angst. So. Ein Auge ist schon mal drauf. Ein Auge. Eine Wimper. So, Wimpern sind dran. Und jetzt kommen wir zu meinem MAC-Pigment. Und zwar nämlich den hier. Das ist die Nummer White. Die habe ich in so einem Set gekauft. Ich glaube, zu Weihnachten war das. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und ja, das mache ich sehr, sehr gerne hier vorne an die Augenwinkel. Dann sieht das Auge mal richtig schön frisch aus. So, seht ihr, man sieht schon sofort einen Unterschied. Also ich schon. So, jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da nehme ich wie immer meinen Paintpot von MAC in der Farbe Soft Brown. Von Anastasia. Ihr habt es schon verstanden. Und den Zoeva Pinsel Nummer 322. So, ich setze das immer direkt hier an der Kante. Das Gute ist bei dem, man kann mit dem schöne, präzise Linie zeichnen.
Also ich mache diese Linie einmal unten, einmal oben und in der Mitte male ich aus. Ich kriege diese Ombre immer besser als die hier. Also die muss ich immer säubern. Immer. Immer. Und jetzt nehme ich den Blendepinsel, den ich vorhin benutzt habe, von zu Eva und gehe nochmal in die Lidfalte ein. Aber ich tupfe damit nirgendwo hin, sondern benutze einfach den Rest, der hier quasi mit drauf ist. So, das war's jetzt mit den Augen. Jetzt machen wir weiter mit dem Gesicht. Dazu benutze ich jetzt mein heißgeliebter Bronzer von Urban Decay, den Beaded Bronzer und einen fluffigen Pinsel von zu Eva in der Nummer 126. Und den mache ich halt so grob drauf. Nämlich einen abgestrichenen Pinsel von NYX von zu Eva in der Nummer 109 und dazu die NYX Palette und dann benutze ich die zwei mittleren Töne und zwar die hier. Ich bleibe weiter oben, also ich gehe nicht so krass rein. Meine Stirn mache ich wirklich nur ganz wenig, weil ich sowieso voll die kurze Stirn. So, jetzt kommen wir zum Blush und zwar ist das Melbar von MAC. Der ist halt ganz schön, nicht so doll. Jetzt kommen wir zum Highlighter und zwar nehme ich dazu den Soft and Gentle von MAC. Das ist der hier. Wenn ihr den vorher ansprüht, dann scheint das alles noch mehr. Glowy, glowy. So, jetzt kommen wir zum Lippenstift. Dann nehme ich jetzt MAC Flat Out Fabulous. So, das ist jetzt von NYX ein Lip Liner, Nummer Flushed Red. Und wie gesagt, der von MAC. Ready. So, meine Lieben, ich bin fertig mit meinem Look. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Ja, es war mal schön, wieder ein Video zu drehen nach so einer langen Zeit. Es kam mir so vor, als wäre ich, glaube ich, das erste Mal wieder, als hätte ich das erste Mal wieder ein Video gedreht dieses Jahr. Ich will euch nicht vernachlässigen, aber das ist leider so, wenn man halt einen Job hat und zu Hause und so weiter.
Und ja, man hat halt nur ein Wochenende. Hoffentlich kommt demnächst wieder eins und ich lasse euch nicht so lange warten. Bis zum nächsten Mal.